Das Ministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, im nordmazedonischen Skopje steht im Zeichen einer tiefen Krise der vor fast 50 Jahren gegründeten Organisation. Seit dem Krieg gegen die Ukraine blockiert Moskau Beschlüsse der OSZE durch ein Veto. Trotzdem ließ es sich der russische Außenminister Lavrov nicht nehmen, in Skopje zu erscheinen. Ukraine, Polen und die drei baltischen Staaten sagten daraufhin aus Protest ihre Teilnahme ab. Andere wählten eine diplomatischere Lösung. Als der russische Außenminister Sergej Lavrov die Bühne in Nordmazedonien betritt, da war sein Hauptkontrahent, US-Außenminister Antony Blinken, schon wieder abgereist. Tags zuvor war der Amerikaner noch der Mittelpunkt beim gemeinsamen Foto der OSZE. Lavrov führt nur mit wenigen Teilnehmern separate Gespräche, unter anderem mit seinem Kollegen aus Ungarn. Wir hatten wirklich die Hoffnung, dass wir hier in der wunderbaren Stadt Skopje von der gleichzeitigen Anwesenheit unserer Kollegen aus Russland und den Vereinigten Staaten profitieren könnten. Und wir bedauern, dass sie auch dieses Mal nicht stattfindet. Dabei bin ich der festen Überzeugung, dass eine solche Kommunikation, solch ein direkter Kontakt für uns alle, für Europa und für die friedliebenden Völker von Vorteil wäre. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, gegründet in Zeiten des Kalten Krieges, ist ein einzigartiges Forum für den Frieden. 57 Staaten, kleine und große, eng verbunden oder neutral, gemeinsam am Tisch. Beschlüsse fallen einstimmig oder eben nicht. Seit fast 2 Jahren blockiert Russland Entscheidungen, auch die Abstimmung über den Haushalt. Stein in den Weg heißt, sie haben versucht, ein finanzielles Austrocknen der OSZE zu erreichen. Dem haben wir uns entgegengestellt, gerade auch mit freiwilligen finanziellen Aufgaben und Mitteln auch von deutscher Seite. Wir haben 21 Millionen Euro im Jahr 2023 dafür bereitgestellt, dass die OSZE nicht nur technisch weiter funktionieren kann, sondern darüber hinaus ihre wichtige Arbeit vor Ort für 1,3 Milliarden Menschen leisten kann. Die deutsche Außenministerin wirft dem Russen imperialen Wahn vor. Lavrov gibt die Schuld an der Krise der OSZE dem Westen. Die OSZE ist im Wesentlichen zu einem Anhängsel von NATO und EU geworden. Sie steht, wenn wir ehrlich sind, am Rande eines Abgrunds. Es stellt sich die einfache Frage, ist es sinnvoll, in ihre Wiederbelebung zu investieren? Etliche Delegierte verlassen während Lavrovs Rede den Saal. Sie wollen das Projekt Frieden am Leben halten und hier gemeinsam daran arbeiten. Alexandra von Nahm beobachtet die Konferenz in Skopje für uns. Alexandra, wie ist der Auftritt von Russlands Außenminister in Skopje von seinen Kolleginnen und Kollegen aufgenommen worden? Ja, mit viel Unmut, muss man sagen, auch mit Protest, wie wir gerade gesehen haben. Aus Protest haben ja einige Delegierte den Saal verlassen, als Lavrov begonnen hat zu sprechen. Einige Außenminister, auch das war schon im Stück thematisiert, sind dem Treffen von Anfang an ferngeblieben, weil sie gesagt haben, sie möchten sich nicht an einen Tisch setzen mit dem Außenminister eines Landes, das seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine fortsetzt und dessen Führung und Armee beschuldigt werden, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Lavrov das ist auch erwartet worden, dass er die Bühne hier nutzen wird für russische Propaganda, und das ist auch passiert. Er hat ja die OSZE als ein Anhängsel der NATO und der EU bezeichnet. Er hat auch den westlichen Eliten vorgeworfen, sie würden sich anmaßen, den Menschen in der gesamten Welt zu diktieren, wie sie zu leben haben. Er hat auch, wie er sagte, den wachsenden Neonazismus in Europa beklagt. Also er hat hier die Bühne genutzt, um seine Propaganda zu verbreiten. Und das ist nicht gut angekommen. Allerdings muss man auch sagen, dass er einige Treffen hier bilateral hatte mit dem ungarischen Außenminister zum Beispiel. Und das ist dann, diese Fotos von den Treffen sind dann sehr genüsslich von dem russischen Außenministerium verbreitet worden. Die OSZE ist ja als Plattform für Frieden, Demokratie und Dialog gegründet worden. Jetzt ist sie in einer tiefen Krise. Kann sie trotzdem noch zu einem Frieden in der Ukraine beitragen?
Ich glaube, das wird ganz schwierig sein, solange Russland die Grundprinzipien der Organisation mit Füßen tritt. Die Achtung der Menschenrechte, die Achtung vor der territorialen Integrität eines Landes, die Unverletzlichkeit der Grenzen. Das alles hat ja Russland mit seinem Angriff gegen die Ukraine mit den Füßen getreten. Und deswegen konzentriert sich die OSZE im Moment vor allem auf die Unterstützung der Menschen in der Ukraine. Russland blockiert ja auch Haushalt- und Personalentscheidungen in der OSZE, nicht nur Beschlüsse. Überlebt die Organisation das überhaupt? Das ist natürlich die große Frage. Das hat auch Lavrov heute in seiner Rede in Frage gestellt, ob es sich lohnt, dass die Organisation diese Krise überlebt. Aber man konnte sich bisher auf einiges einigen. Zum Beispiel hat ja Russland den Vorsitz der OSZE. Der Vorsitz sollte von Estland übernommen werden. Das hat Russland blockiert. Jetzt hat man sich auf Malta, einen neutralen Staat, geeinigt. Offensichtlich gibt es auch noch Gespräche im Hintergrund, die dazu führen könnten, dass wichtige Positionen innerhalb der Organisation neu besetzt werden können. Das kann alles hier passieren. Die große Frage ist, ob diese Krise langfristig der OSZE wirklich schaden wird. Vielen Dank, Alexandra von Namen.